und heute ist der Biosprit dran. E10, das vermeintliche Öko-Benzin, dem Autofahrer bis heute nicht trauen. Weg damit, meint Frank-Wolfgang Sonntag. E10, das ist der Sprit, der zu 10% aus Nahrungsmitteln besteht. Getreide und Zuckerrüben aus Deutschland, Mais und Soja aus der dritten Welt. Das treibt die Nahrungsmittelpreise. E10 ist somit ein Beitrag zum Hunger in der Welt. Eingeführt wurde die Zwangsbeimischung von Biosprit, weil dadurch angeblich das Klima weniger geschädigt würde. Doch die Gesetze waren schneller als die Wissenschaft. Heute warnen renommierte Wissenschaftler vor den klimaschädlichen und ökologischen Folgen. Die Grünen wie Jürgen Trittin haben seinerzeit den Biosprit eingeführt. Nun sind die Umweltverbände die schärfsten Kritiker von E10. Die Bundesregierung aber geht den Irrweg weiter, weil aufgrund ihrer Subventionen eine überflüssige und unwirtschaftliche Biospritindustrie aufgebaut wurde. Denn ökonomisch überlebensfähig ist das mit Bioethanol verdünnte E10 nicht. Weil in Bioethanol nur 2/3 der Energie von herkömmlichem Sprit stecken. Das heißt, durch das billigere E10 spart der Autofahrer am Ende gar nichts. Auch 1,5 Jahre nach der Einführung ist nur jeder 7. Kunde auf E10 umgestiegen. Die Politik hatte zuvor mit 90% gerechnet. Manchmal ist der Verbraucher eben klüger als die Politik. E10, endlich weg damit. Glyphosat ist das meistbenutzte Unkrautvernichtungsmittel der Welt. Und es könnte sein, dass wir Menschen es inzwischen